Wir reagieren jetzt wieder auf Mr. Swiss. Ich teste Schweizer über Deutsche. Zürich Straßenumfrage. Ich hoffe, ich bin mir nicht sicher, ob es Schweizerdeutsch ist. Liken wir einfach mal und auch abonnieren. Weil Schweizer Kunden sind immer sympathisch. Ich weiß nicht, ob es Schweizerdeutsch ist. Falls es Schweizerdeutsch ist, tut es mir leid. Ich werde das Video trotzdem anschauen. Mir scheißegal, ich verstehe ja Schweizerdeutsch. Dann ist es halt für ein anderes Publikum gedacht. Ja, Bruder, tut mir leid. Und ich werde natürlich auch mitmachen. Ich weiß eigentlich sehr viel über Deutschland. Viel mehr als über die Schweiz, obwohl ich Schweizer bin. Also, egal. Let's go. Yo, was geht ab, Leute? Ich bin's, Mr. Swiss. Hier, back am Start in Zürich. Bruder, wo sind deine Schuhe? Was meinst du, Bruder? Ja, diese Scheißwerbung, Digga. Auf jeden Fall sind wir hier in Zürich. Heute befragen wir mal die Schweizer über Deutschland und testen mal ihr Wissen. Und ja, wie das Ganze rausgekommen ist, schauen wir jetzt. Let's go. Ich bin hier mit Nora und Anita, Abigail. Und du? Gwendolin. Bojan. Obdul. Grissa. Beatrice. Was macht ihr hier überhaupt? Wir schauen schöne Menschen an. Okay, also wie im Zoo, willst du mir sagen? Ja, genau, weil hier sind Objekte. She belongs to the streets. Ich merke einfach, dass die Schweizer Mühe haben mit Hochdeutsch. Nein. Wieso ist das so? Weil wir kennen dies nicht. Nee, Bruder, ich kann ja auch Hochdeutsch sprechen. Natürlich hört man den Dialekt, das ist ja klar, Digga. Aber Digga, so schwer ist es nicht, Digga, du hast in der Schule Hochdeutsch, du musst in der scheiß Berufsschule gefühlt Hochdeutsch reden, du bist gefühlt gezwungen. Also Bruder, so schwer würde ich es jetzt nicht nennen, aber natürlich, wenn du es nicht oft redest, ist ja klar. Wie heißt die Hauptstadt von Deutschland? Berlin. Ja, Berlin. 100%? Aber ist doch Bundesland, es gibt doch Bundesland. Köln, Berlin. 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 Hauptstadt von Deutschland, Berlin. Ein Lied von Haftbefehl. Ein Lied von Haftbefehl? Ja. Wie heißt der Song? Besuchstag. Let me hear this. Butzbach. Erwachsene Vollzug. Mutter ist im Knast heute zu Besuch. Wie viele Einwohner hat Deutschland? Wie viele Einwohner hat Deutschland? 80 Millionen, also beziehungsweise sind glaube ich 85 Millionen, aber 80 Millionen ist so das, was man eigentlich immer sagt. 100 Millionen? Bro. 100 Millionen? 20 Millionen vorbei, kann man noch durchgehen lassen. 15 Millionen. 15 Millionen. Also die will mir jetzt sagen, Deutschland hat 7 Millionen Menschen mehr als die Schweiz. Also in der Schweiz leben ja ca. 8,5 oder 8 Millionen Menschen. Also... Bro, wir haben 8 Millionen da. Ja, Bro, wir sind so. You fucked it up. I'm so sorry. You fucked it up. Okay, warte, die Schweiz hat fast 8 Millionen und Deutschland hat viel Land, wenig Leute, 10 Millionen. Digga, nein, Digga. Was für 10 Millionen, Digga. Viel Land, wenig Leute. Das tut wirklich weh. Okay, was denkst du? 30 Millionen. 80 Millionen. Was ist das in deiner Hand? Ein Tattoo. Kannst du mich stechen lassen jetzt? Sehr professionell, muss ich sagen. Also. Bleibt das. Wie viele Einwohner hat Deutschland? 120 Millionen. 120 Millionen? 300.000. Oh mein. 300.000. 300.000. Digga. Okay, du bist auf jeden Fall anders unterwegs, ich merk's gerade. Deutschland ist größer, aber hat viel, viel mehr Land. Ja, aber? Aber? Deutschland ist größer, hat aber viel mehr Land. Hä? Oder der Satz macht doch gar keinen Sinn. Ja, Deutschland ist größer und ja, es hat mehr Land. Hä? Also, die Schweiz ist klein, aber hat viel Landesfläche. Das bedeutet, wir haben viele Einwohner. Was labert? Digga, hä? Bruder, muss ich da irgendwie Jugend studieren oder was? Damit man das versteht. Hä?
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Mich auch nicht. Schon abgeschaltet. Nenne mir Beispiele oder ein Beispiel für eine erneuerbare Energie. Erneuerbare Energie. Windrad, also Luft, also wie sagt man? Ja, Windrad halt, mit, also Luftenergie, Wasserenergie, ja Bruder, was gibt's da noch? Luft, Wasser. Ey Bruder, ich bin wirklich, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, was gibt's da noch? Ah, und Sonne, Digga, Sonne natürlich, Solar und so. Na, ich so die... Was? Was? Wasserautos. Wasserautos. Also die Idee ist vielleicht nicht mal so blöd, aber... Oh mein Gott! Komm, Schule warst du doch, oder? Ja. Nein, habe ich nicht das Gefühl. H2O. Atomkern. Erneuerbar... Solarsystem. Oder wem schreibst du? Bei ihm läuft. Ich sehe gerade. Frau, mach ein bisschen Druck, weißt du? Windkraft, Wasser, damit, ja. Was ist das? Dieses Wasserrad-Dings da. Turbine. Sonnenenergie, ja. Genau, nicht schlecht. Was kann man mit Luft oder Wind machen? Es gibt ja diese hohe... Was sind... Rakete, aber was mit hohe? Mit Propeller. Helikopter. Och nee, Digga. Ein Beispiel für eine erneuerbare Energie. Keine Ahnung, glaub schneller oder... Besser. Folgt kannst mir alle. Folgt mir alle, bitte. Mir bitte auch, ich brauche Fame. Okay. Bombaklat. Genau, so heiße ich. Stupid. Ihr Kopftuch erkenne ich schon vom Fenster. Sam Haima, dein Sohn ist ein Gangster. Walla, ich muss weinen, doch will nicht. Mama soll nicht denken, dass ihr Sohn noch ein Kind ist. Welches Land grenzt Deutschland im Süden? Im Süden? Nie ohne Seife waschen im Süden. Die Schweiz. Die Schweiz. Ja, die Schweiz. Wenn man jetzt noch ganz... Also Frankreich ist ja, glaube ich, Südosten. Oder nie ohne Seife waschen? Nicht Südosten. Wie sagt man? Südwesten. Also wenn das nicht ganz, also wenn das zwischen Süd und West ist, sagen wir ja, glaube ich, Südwesten oder so, oder West, keine Ahnung, Digga. Durch Schweiz. Ja. Schweiz? Ja. Ich weiß nicht, Belgien. Du weißt es, Belgien? Was? Nie ohne Seife. Und unten ist Schweiz. Ja, Schweiz soll das sein. Schweiz. 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 Was sagst du? Schweiz. Kann ich dir gut essen? Ah, Digga. Ey, let's go. 3 plus 2 mal 3. 15. Was? 2 plus 3 mal 2? Plus 2 mal 3. Ey, let's go. 3 plus 2 mal 3. 9. 15. 15. Ja, 15. Ja, Mann. Nenn mich einfach Mathe Genie. 9, oder? Also 3 plus 2 mal 3. Punkt vor Strich. Also zuerst mal. 2 mal 3 ist 6. Plus 3 ist 9. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an Deutschland denkt? Arrogante Menschen. Was kommt mir in den Sinn, wenn ich an Deutschland denke? Gering verdient. Ich weiß nicht, Digga. Currywurst. Billig einkaufen. Angela Merkel. Keine Ahnung, Digga. Ja. Frankfurt. Frankfurt. Wieso?
Ja, wegen diesen Aslak-Mädchen. Das macht doch gar nicht. Was ist los mit dir? Du wirst dich dazu zählen? Nein, definitiv nicht. That's a cap. No, it's That's not. That's a cap. No. Frankfurt. Angela Merkel. Angela Merkel, wer ist das? Die Bundespräsidentin oder so. Immer noch? Ja. Okay. Stabil. Nein. Was kommt hier? Wie war's? Kartoffeln. Nein, wenn jemand zu dir kommt und dich bedroht mit einer Waffe und sagt Tanz, dann machst du tiki 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 tiki. 2 plus 3 mal 3. 2 plus 3 mal 3. 2 plus 3 mal 3. 33. Genau. Wer war der erste Mensch auf dem Mond? Wie ist jetzt dieser Typ schon wieder? Wie ist der schon wieder? Wie hieß er schon wieder, dieser Typ? Arnold. Ist der Arnold? Ich weiß es nicht. Irgendwie Art. Keine Ahnung. Sein Nachname wurde nachdem. Armstrong. Arnold Armstrong oder so. Armstrong oder so. Gemacht hatte, umbenannt. Er war ja auf dem Mond. Das heißt, er heißt. Mondolo. Neil Armstrong, genau, Digga. Der Profi. Viele nennen mich Kokosnuss. Und alle Jungs, die sagen Coco, bist du eine Banane? Ihr seid nicht lustig. She belongs to the streets. Coco aka Popo hat mich maximal verwirrt gerade. Wer war der erste Mensch auf dem Mond? Jesus. Wie bitte? Jesus. Jesus, Digga. Oh nein. Warum hast du eine Gurke als Mikrofon? Weil ich Gurken mag. Nein. Wer war der erste Mensch auf dem Mond? Yuri Gagarin. Nein, nein. Yuri Gagarin. Armstrong. Oder? Habt ihr noch abschließend irgendwas für die Cam oder für die Deutschen? Keine Ahnung, kommt ein Gang runter. An Deutschland noch. Schweiz ist sowieso besser. Cap. Hört auf, arrogant zu sein, danke. Es ist nicht besser als die Schweiz. Kommt in die Schweiz. Kommt in die Schweiz, warum? We live. Okay. Ja, wer ist da? Kantonspolizei. Oh, was sagt man denn? Ablehnen. Ablehnen. Heute ist Party. Hey. Ich kann noch etwas auf. Oh, shit. Oha. Also, ich weiß schon, wo heute diese Gurke landen wird. Und bestimmt nicht in ihren Mund. Bestimmt nicht in ihren Mund. Irgendwo anders. Ja, Bruder, war ein gutes Video, gut geleitet habe ich schon. Das war wirklich ein geiles Video. Spannend, war gute Fragen. So Videos mag ich. Ist ein bisschen interaktiv, ich kann ein bisschen was beantworten. Sag ich ehrlich, Digga, für Deutschland weiß ich eigentlich sehr viel. Also, sehr viel, Bruder. Genug, um in seinem Quiz definitiv mitzumachen.